Hallihallo und alle draußen, ich habe für euch heute Erweiterungen zu dem Spiel Bang dabei. Bang, das Kartenspiel, ein Spiel, das für mich den Klassikerstatus schon erreicht hat. Ein Spiel, das meiner Meinung nach jeder mal gespielt haben sollte. Und die Erweiterungen, die ich dabei habe, sind Gold Rush sowie Valley of Shadows, A Fistful of Cards mit High Noon und als letztes Wild West Jaw. Die letzten sind zusammen in einer Box. Ich mache hier ein Sammelvideo dazu. Es sind zwei verschiedene Boxen. Das kriegt ihr nicht alles in einer Box, sondern es sind zwei verschiedene. Die werde ich auch getrennt voneinander bewerten. Aber ich habe mir gedacht, ja, wenn ihr euch für Erweiterungen von Bang interessiert, könnt ihr hier beides in einem Video sehen. Dann habt ihr es kompakt zusammen. Ja, worum wird es gehen? In Gold Rush, ja, da ist der Goldrausch ausgebrochen. Und man kann sich für Goldnuggets, die man zum Beispiel durch das Abgeben von Bier bekommt, Ausrüstungsgegenstände kaufen, die man so nicht von einem Deck ziehen kann, sondern eben aus einer Auslage herauskauft. Die andere Erweiterung ist mehr so als Sammelset zu sehen oder als Kartenerweiterung, wirklich in dem Sinne. Man bekommt einmal Events, die man jede Runde aufdecken kann, die dann für eine Runde eben gelten, sowie einen ganzen Haufen neuer Karten, wie zum Beispiel die Klapperschlange oder ähnliches. Dazu kann man Kopfgelder auf andere ausschreiben lassen und man kann sogar als Geist in das Spiel wieder zurückkommen. Ich zeige euch jetzt mal, was euch in den Boxen so erwartet, möchte euch die Regeln erklären und Beispielkarten zeigen und wir sehen uns gleich im Fazit wieder. So, das ist das, was wir in der Box gefunden haben. Viel ist es ja nicht. Wir haben hier die Gold Nuggets, die als neue Währung in der Erweiterung auftreten. Darum wird es sich drehen. Die kommen als offene Auslage auf den Spieltisch. Und wie kommt man an die ran? Indem man einen Spieler mit einem Karteneffekt verwundet. Jedes Mal, wenn man einem oder mehreren Spielern Schaden macht mit einer Karte, dann bekommen wir so ein Gold Nugget. Und wir können auch mehrere Gold Nuggets pro Runde generieren. Allerdings generieren wir pro Karte immer nur einen Goldnugget. Das soll bedeuten, wenn ich mit einem Indianerangriff drei Spielern jeweils einen Schaden mache, bekomme ich dafür einen Goldnugget, weil ich mit einer Karte jemandem Schaden gemacht habe. Wenn ich mit einem Bang einem Spieler einen Schaden gemacht habe, dann bekomme ich auch einen Goldnugget. Und wenn ich mit einem Indianerangriff drei Spielern je einen Schaden mache und mit einem Bang in derselben Runde nochmal einem Spieler einen Schaden macht, bekomme ich zwei Goldnuggets, weil ich ja aus zwei verschiedenen Karten Leuten Schaden gemacht habe. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, an diese Goldnuggets zu kommen. Und zwar können wir ein Bier einfach effektlos wegwerfen und dafür einen Goldnugget bekommen. Das sind die Möglichkeiten, wie man da rankommt. Aber was macht man jetzt damit? Dafür gibt es hier diesen Gold Rush Stapel. Da sind Ausrüstungs- und Soforteffekte drin. Von denen liegen jeweils drei Stück offen aus. Wir schauen uns hier mal den ersten an. Ein kurzer. Der hat den Effekt, ein Spieler deiner Wahl erhält einen Lebenspunkt. Du darfst auch dich selbst wählen. Das ist natürlich praktisch, wenn ein Teamkamerad irgendwie gerade am Sterben ist oder ähnliches. Und man kann jetzt eben in Phase 2 hier noch so Karten kaufen. Und zwar für den Preis, der hier unten angegeben ist. Soforteffekte lösen sich immer gleich aus, die kann man nicht aufsparen. Und dann gibt es eben noch Ausrüstungskarten und die unterscheiden wir am Rand. Die Karte eben hatte ja einen braunen Rand, die hier hat jetzt einen schwarzen. Der Patronengurt sagt, dein Handkartenlimit am Ende deines Zuges beträgt 8 Karten. Das kann praktisch sein, vor allem als Sheriff. Und solche Karten kann man sich eben für den Preis hier unten kaufen. Diese Karten können niemals Ziel von Cat Blue oder Panic werden, dadurch werden wir sie nicht wieder los. Was allerdings passieren kann, ist, dass ein anderer Spieler sie uns mit Goldnuggets kaputt macht, denn nur weil man diese Ausrüstungskarten mal hat, gehören die einem nicht ewig. Man hat die Möglichkeit, die Kosten von so einer Ausrüstungskarte, die ein anderer Spieler hat, plus 1 zu bezahlen, um den Gegenstand kaputt zu machen. Es kann ja einfach sein, dass es viel zu wichtig ist, dass irgendjemand diesen Patronengurt hat, dann zahle ich halt 3 Goldnuggets und das Ding ist weg. Ich will mal noch 2 Karten zeigen, dass man weiß, was es hier so für Effekte gibt. Der Goldrausch. Der Zug endet. Du erhältst alle Lebenspunkte zurück und führst einen extra Zug aus. Das ist natürlich nicht schlecht. Kann spielentscheidend sein, aber für 5 Goldnuggets, ja, die muss man halt auch erstmal haben. So, was haben wir noch? Ein Komplize. Diese Karte kann als Warenhaus, Duell oder Cat Blue gespielt werden. Ja, halt was man immer gerade braucht. Im Prinzip, ja, sehr variabel. Wie man sieht, da sind ganz verschiedene Sachen dabei, auch wenn es sich so an den Effekten orientiert, die es bisher schon gab. Jetzt will ich mal noch beispielhaft ein paar Helden zeigen.
Hier hätten wir zum Beispiel mit 4 Lebenspunkten, immer wenn du einen Lebenspunkt verlierst, erhältst du ein Goldnugget. Okay, man generiert einfach mehr Goldnuggets. Dann haben wir noch Ready Snake, auch mit 4 Lebenspunkten. Du darfst ein Goldnugget zahlen, um eine Karte zu ziehen. Den Effekt darf man bis zu 2-mal im Zug nutzen. Ja, wenn die Karten, die auslegen, nichts taugen, muss das nicht unbedingt schlecht sein. Und jetzt habe ich noch ein drittes Beispiel dabei. Und zwar eine Heldin mit 4 Lebenspunkten. Einmal pro Zug darf man beim Kauf einer Ausrüstungskarte ein Goldnugget weniger zahlen. Okay, die wird sich halt sehr schnell ausrüsten. Das ist so im Groben, was uns in hier Bang Gold Rush erwartet. Dazu wird noch eine Spielvariante vorgeschlagen, die unabhängig von den Regeln von Gold Rush sind, und das ist die Schattenvariante. In der Schattenvariante passiert eigentlich nicht viel Neues, beziehungsweise es ist einfach nur die dauerhafte Geisterstadt aus der High Noon Erweiterung, falls ihr die kennt. Das Ganze läuft so ab, dass wenn ein Spieler stirbt, ist er nicht raus, sondern sobald der Spieler dran ist, macht er einen ganz normalen Zug. Er hat allerdings keine Lebenspunkte, er kann weder Lebenspunkte bekommen noch verlieren und er hat genau 2 Karten für den Zug, kann sich dadurch nichts aufsparen. Und er verfolgt weiterhin seine Ziele, beziehungsweise es gibt den Schattengesetzlosen, der sich dann immer auf die Seite des Teams stellt, das gerade schwächer dran ist. Im Prinzip ist es nur einfach nur genau das mal laut ausgesprochen, was sich viele schon dachten. Man versucht hier der Spielerelimination, dem Problem der Spielerelimination entgegenzuwirken. Fraglich ist natürlich, wie viel man jetzt wirklich in seinem Zug machen kann, wenn man 2 Karten zieht und sonst nichts hat. Das war's schon so im Groben zu Gold Rush und damit schauen wir mal in die andere Erweiterung. So, kommen wir jetzt zu der Erweiterung Sammelbox. Da gibt es nicht nur Helden und Spielkarten, sondern auch diese Eventhaufen. Und die ersten beiden funktionieren im Prinzip gleich. Man sucht sich immer am Anfang vom Spiel einen von diesen 3 Haufen aus. Man könnte auch mit allen 3 spielen, wäre dann allerdings wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Und bei den ersten beiden Haufen ist es so, dass ich einfach immer am Anfang der Runde, also wenn der Sheriff dran ist, hier die oberste Karte aufgedeckt wird. Der Haufen wird vorher gemischt und sichergestellt, dass High Noon bzw. A Fistful of Cards unten liegt. Das ist wichtig. Ja, und dann hat man hier so einen Effekt, der halt genau eine Runde gilt. Also bei High Noon als Beispielkarte hat man hier die Schießerei. In seinem Zug darf der Spieler bis zu 2 Bang-Karten ausspielen. Gut, da wird halt ordentlich geballert. Und die Karte an sich, High Noon, ist zu Beginn seines Spielzuges verliert der Spieler einen Lebenspunkt. Das sorgt natürlich früher oder später dazu, dass Leute sterben. Dadurch, dass die Karte allerdings ganz unten ist, ja, sorgt das einfach irgendwie zu einem Spielende. Und das ist ja auch nicht schlecht, wenn man irgendwie in einer Pattsituation ist, wo alle Leute nur noch Bier auf der Hand haben und hoffen, dass sie überleben. Hier. A Fistful of Cards. Als Beispielkarte habe ich die Blutsbrüder. Zu Beginn seines Zuges darf man einen beliebigen Spieler bestimmen. Der kriegt einen Lebenspunkt, dafür verliert man einen. Da kann man sich gegenseitig helfen, das ist ganz nett. Generell finde ich, sind die Ereigniskarten relativ gleich. Also ich finde nicht, dass sich diese beiden Eventhaufen komplett unterschiedlich spielen. Für eine Handvoll Karten hat den Effekt, zu Beginn seines Zuges wird der Spieler Ziel von so vielen Bangs, wie er Karten auf der Hand hält. Ja, das ist natürlich gerade hinten raus auch böse, weil wenn man keine Karten mehr auf der Hand hat, kann man sich nicht wehren. Aber wenn man Karten auf der Hand hat, bekommt man Schaden, da hat man dann auch nichts davon. Sorgt auch früher oder später zu einem Spielende. Ist aber zu einem Zeitpunkt, wo man ja so viele Runden gespielt hat, dann vielleicht auch irgendwann angenehm, wenn das Spiel irgendwann endet. Wild West Joe funktioniert ähnlich, aber nicht exakt gleich. Da ist es nämlich so, dass eine Karte aufgedeckt wird, sobald eine Postkutsche oder ein Wells Fargo gespielt wird und diese Karte so lange gilt, bis eine Postkutsche oder ein Wells Fargo gespielt wird. Dann habe ich als Karte hier die Wild West Joe, die eben als letzte Karte auch wieder nach unten gelegt wird, dass man sicherstellt, dass die nicht zu früh kommt. Und zwar, für jeden Spieler gilt das Ziel, sei der letzte Überlebende. Das ist natürlich ganz lustig, wenn sich Teams bilden und man merkt, ja, im Prinzip müssen wir jetzt das Spiel in den nächsten Runden gewinnen, weil sonst wird die Wild West Show ausgelöst und ja, dann gibt's keine Teams mehr. Generell gilt übrigens für diese letzten Karten, also High Noon, Wild West Show und eine Handvoll von Karten, ja, Deutsch oder Englisch, man sollte sich entscheiden, gilt, dass
diese Effekte bleiben. Also die hören nicht nach einer Runde auf, beziehungsweise werden nicht durch den nächsten Wells Fargo oder Postkutsche beendet. Die liegen so lang aus, bis das Spiel beendet ist. Und was haben wir noch bei Wild West Joe? Der Knebel. Die Spieler dürfen nicht mehr sprechen, Gesten machen und Laute von sich geben ist erlaubt. Wer dennoch spricht, verliert einen Lebenspunkt. Ja, das mag ganz lustig sein, mal so für nebenbei. Was haben wir noch? Hier haben wir die Dorothy Rage. In seinem Zug darf der Spieler einmal einen anderen Spieler auswählen und eine beliebige Karte ansagen. Hat der Spieler die Karte auf der Hand, dann muss er sie ausspielen und ihr Effekt tritt in Kraft. Ja, also sind da noch eher andere Sachen dabei als in High Noon oder A Fistful of Cards. So, und dann werde ich euch noch ein paar Helden als Beispiel zeigen, was man hier so bekommt. Da hätte ich mal den Gary Looter dabei. Der hat 5 Lebenspunkte. Ja, es gibt Helden mit mehr als 4 Lebenspunkten. Gab es in der Grundbox ja nicht. Und was kann der? Du nimmst alle überzähligen Karten, die von anderen Spielern in der dritten Phase ihres Zuges abgeworfen werden, auf die Hand. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, aber gerade hinten raus wird das wahrscheinlich nicht mehr so viel machen. Dann haben wir hier den Big Spencer. Der hat einen ganzen Haufen Leben. Ich glaube, 8 Stück sind es an der Zahl. Und man beginnt das Spiel immer mit 5 Handkarten und man darf keine Fehlschusskarten spielen. Gut, dafür hat man ja einen Haufen Leben, aber man kann sich schlecht verteidigen. Ob das jetzt schlecht ist oder nicht, muss man selber einschätzen oder im Spiel rausfinden. Ja, und dann haben wir hier, sieht recht klassisch aus, 4 Lebenspunkte, ein Effekt und ein Cowboy ist es. Ja, was kann er denn? In deinem Zug darf man eine Bankkarte als Gatling ausspielen, zählt nicht gegen das Limit von einer Bankkarte pro Zug. Finde ich für 4 Lebenspunkte einen echt starken Effekt, so im Gegensatz zu dem, was man in der Grundbox mit 4 Lebenspunkten hat, ist dieser Effekt doch recht stark, hatte ich das Gefühl. An der Stelle möchte ich noch ein paar Karten zeigen, weil da hatten so neue Effekte dabei, die mir sehr gut gefallen haben. Und ich fange einfach hier mal an mit der Fehlzündung, zählt als Fehlschuss und der Spieler, der auf einen geschossen hat, wird Ziel eines Banks. Passt, finde ich, sehr gut zum Titel und ist eine nette Ereigniskarte, die einem im Zweifelsfall sogar das Leben retten kann. Was haben wir noch? Das Pokern. Pokern darf im Wilden Westen natürlich nicht fehlen und was tut es? Alle anderen Spieler müssen gleichzeitig eine Karte von ihrer Hand abwerfen und wenn kein Ass dabei war, dann darf man 2 von diesen Karten auf die Hand nehmen. Ist, finde ich, ein netter Effekt, weil sowas bisher in Bang gar nicht da war, dass man jetzt hier eben Sachen ablegt und sich überlegt, naja, macht das jetzt ein anderer, vielleicht noch mit so einem kleinen Bluff-Element drin. Jetzt haben wir hier die Flucht. Man verhindert einen Effekt von einer Karte mit braunem Rand, die kein Bang ist. Ja gut, das denke ich kann man kommentarlos stehen lassen. Jetzt hat man mal Möglichkeiten, sich gegen Panic oder Cat Blue zu wehren. Was haben wir hier? Die Banditos. Jeder Spieler wählt, ob er 2 Karten abwirft oder einen Lebenspunkt verliert. Ist natürlich eine extrem starke Karte für den Gesetzlosen. So als Sheriff fragt man sich, ob man damit vielleicht nicht seine Hilfs-Sheriffe auszieht, beziehungsweise ihnen Leben abnimmt. Ja, aber an sich finde ich einfach eine schöne Karte, die finde ich einfach ein bisschen Abwechslung ins Spiel bringt. Und jetzt die blauen Karten. Eine Klapperschlange ist im Prinzip eine etwas sichere Version vom Dynamit. Man spielt diese Karte von einem beliebigen Spieler und am Anfang seines Zuges muss er eine Karte aufdecken. Bei Pik verliert er einen Lebenspunkt. Ja, das ist nervig und man hat mal Gründe, die blauen Karten vor sich selbst zu zerstören. Das Kopfgeld. Spiele die Karte vor einem beliebigen Spieler aus. Wird dieser Spieler Ziel von einem Bang und wird davon getroffen, ja, dann kriegt der Spieler, der ihn abgeschossen hat, eine Karte. Das ist natürlich sehr cool für die Gesetzlosen, wenn das Kopfgeld mal auf dem Sheriff liegt. Dann macht das Spiel einfacher. Und dann haben wir noch den Geist. Ja, irgendwie dieses Thema Geisterstadt und tote Leute dürfen doch noch mitspielen, wird man nicht los. Diese Karte spielt man vor einem beliebigen eliminierten Spieler und der kehrt mit 0 Lebenspunkten ins Spiel zurück und kann keine verlieren oder zurückerhalten. Ja, frage ich mich, wie sinnvoll das ist, weil gerade wenn Bang länger dauert, dann will man vielleicht als eliminierter Spieler nicht die ganze Zeit noch da sitzen in der Hoffnung, dass vielleicht ein Geist gespielt wird. Und ja, wenn man mit der Geisterstadt-Variante spielt, braucht man diese Karte auch nicht. Trotzdem finde ich an sich eine nette Idee, mit der man das Spiel vielleicht an entscheidenden Stellen noch drehen kann. Gut, ich möchte meine Meinung zu Gold Rush als erstes abgeben. Ich werde hier meine Meinung
trennen in zwei Teile, als erstes zu Gold Rush, dann zur anderen Erweiterung. Und ja, was gibt es zu The Bang Gold Rush zu sagen? Ich möchte die wichtigste Info mal vorneweg geben, und zwar finde ich, haben sie eine Sache sehr richtig gemacht, und zwar die Möglichkeit, Spielern ihre Gegenstände, die sie sich gekauft haben, wieder abzunehmen. Ich glaube, allen, die schon häufiger Spiele gespielt haben, ist das bekannt. Man hat eine Kombination aus Charakter plus Gegenstand, wegen mir noch plus einen anderen Gegenstand, was irgendwie zu stark ist. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, sowas einem Spieler nicht wieder wegzunehmen, dann, ja, kann das einfach spielentscheidend sein oder auch Spiel frustrieren, wenn man sich denkt, okay, jetzt hat er die Kombination und das Spiel gewonnen. Man hat einfach die Möglichkeit, gegen einen angemessenen Preis einen Spieler wieder zu entwaffnen. Und das, muss ich sagen, fand ich eine der wichtigsten Dinge, die es hier in Gold Rush erstmal vorneweg zu sagen gibt. Die Möglichkeit, diese Goldstücke zu bekommen, fand ich okay. Ja, es gibt halt einfach die Möglichkeiten. Es war relativ selten, dass jetzt jemand tatsächlich mal ein Bier gegen Gold getauscht hat. Denn was bringt einem das ganze Gold, wenn man mal tot ist? Das ist, glaube ich, sehr schnell verständlich. Dazu fand ich die Ausrüstung gut gewählt. Es gab einfach Ausrüstung, wo man sagt, ja, das ist das Geld voll wert. In der Situation brauche ich genau das. In einer anderen Spielsituation ist eben genau dieser Gegenstand vielleicht ein bisschen wertlos. Aber es war wieder nichts dabei, wo ich mir denke, es ist völlig übertrieben im Vergleich zu den Karten oder zu den anderen Karten. Hat das überhaupt keine Relation? Das ist gut gewählt von den Effekten. Es kommt nichts, ja, völlig Absurdes drin vor. Mir haben die Karten einfach gefallen. Ich fand die wirklich gut gewählt. Im Gegensatz dazu haben mir die Helden nicht ganz so gut gefallen, weil sie sich alle auf den Goldnugget-Effekt beziehen. Das heißt, wenn ich jetzt ohne die Regeln der Goldnuggets spiele, kann ich keinen einzigen der Helden spielen. Was zum Beispiel dann zum Tragen kommt, wenn ich mit Neulingen spiele. Bang hat so schon recht viele Regeln, das heißt, ich werde die Gold Rush-Erweiterung nur spielen, wenn alle das Spiel schon kennen. Und da fand ich es eben schade, dass sich sämtliche Helden auf diesen Effekt bezogen haben. Auf der einen Seite kann man sagen, na klar, wenn es so einen Effekt gibt, dann will ich auch passende Helden dazu haben. Ich persönlich war mehr auf dem Trip, okay, wenn ich jetzt eine Erweiterung habe, dann wäre es auch schön, noch andere neue Helden dazu zu haben, die jetzt sich nicht auf diesen Effekt beziehen. Das ist wahrscheinlich auch eine persönliche Meinung. Da muss jeder entscheiden, was er selber fand. Ich fand halt noch Helden mit einem Effekt, der sich nicht auf die Gold Nuggets bezieht, hätte mir gefallen. Vom Spielerischen her muss ich sagen, ist diese zusätzliche Phase ganz nett, wo ich mir diese Gegenstände kaufen kann, aber sie bringt nichts Weltbewegendes mit sich. Es macht das Spiel nicht anders und es bringt keine neuen Gedanken an den Spieltisch. Und dazu erhöht es die Downtime. Und da muss ich sagen, ist Bang einfach in seinem Schwachpunkt getroffen. Das Spiel Bang hat seinen Schwachpunkt in der hohen Downtime. Ich sitze da, es kann sein, dass ich einmal dran bin, dann bin ich tot und alles, was ich in dem Spiel gemacht habe, war, ich habe gewartet. Und die Erweiterung erhöht diesen Effekt nochmal und sagt, ja, jeder Spieler sitzt jetzt nochmal da und überlegt sich, ob er sich die Gegenstände kauft oder nicht. In einer eingefleischten Bang-Spielerrunde sehe ich vollkommen ein, dass das überhaupt kein Problem ist, weil jeder sowieso weiß, was zu tun ist. Man spielt seine Karten runter und ja, das Spiel geht zügig voran. Da macht jetzt diese Entscheidung, ob ich mir noch eine Ausrüstung kaufe oder nicht, auch nicht mehr oder weniger aus. Aber gerade, ja, für die Leute, die Bang noch nicht so häufig gespielt haben, glaube ich nicht, dass die Erweiterung den Spielspaß erhöht, eben aus dem Grund, dass es die Downtime erhöht, aber auf der anderen Seite eben keine neuen Gedanken oder Ähnliches an den Spieltisch bringt. Damit ist für mich Bang Gold Rush eine Erweiterung, die nur für die eingefleischten Hardcore-Bang-Spieler gedacht ist, die das Spiel plus sämtliche Erweiterungen, die sie bisher haben, dermaßen tot gespielt haben, dass sie sich sagen, ich brauche jetzt unbedingt was Neues. Sonst muss ich ehrlicherweise sagen, konnte mich leider die Erweiterung Gold Rush nicht überzeugen. Und damit kommen wir zu dem anderen Expansion Pack. Die neuen Module, die hier hinzukommen, sind Kartenstapel mit Events, die nach Bedingungen aufgedeckt werden. Bei High Noon ist das jede Runde eine und der Effekt hält eine Runde lang, während es bei Wild West Joe so ist, dass immer wenn eine Postkutsche oder ein Wells Fargo gespielt wird, eine Karte aufgedeckt wird und die für den Rest des Spiels zählt. Und diese Effekte sind ganz verschieden, sind teilweise ziemlich harmlos, können aber unter anderem auch wirklich einen runden Plan ändern. Es ist sehr verschieden, was hierbei rauskommt. Die Regeln, die man dadurch mehr erklären muss, sind sehr gering, weil es eben einfach nur die Regeln sind, nachdem sich diese Events aufdecken und was sie dann machen, das findet man dann eh erst raus, wenn die Karte umgedreht wurde. Dadurch gibt es nicht viel Neues zu erklären und darauf baut auch kein Effekt der Helden bzw. der neuen Charakter auf, die wir hier bekommen.
Ja, und da bekommen wir einen ganzen Haufen in der Box, denn ja, hier gibt es vor allem neue Charakter und dazu Karten in Hülle und Fülle. Und ich fange mal bei den Charakteren an. Ich muss sagen, ich fand sie ziemlich stark. Also ich fand die Effekte sehr interessant. Ich spiele sehr gern mit den Charakteren der Erweiterung. Allerdings muss ich sagen, dass sie im Vergleich zu dem, was man in der Grundbox bekommt, irgendwie fast zu stark erscheinen. Sodass ich in Zukunft wahrscheinlich fast sagen werde, entweder spiele ich mit den Charakteren aus der Erweiterung oder mit denen aus der Grundbox, weil, ja, wenn jetzt gerade der Sheriff als einziger einen Charakter aus der Grundbox hat, dann weiß man im Prinzip schon fast, wie das Spiel ausgeht, einfach weil da der Unterschied so groß ist. Ja, das kann einem gefallen, muss es nicht. Bei Bang kann man sich auch überlegen, ob das einen stört, dass man durch die Charakterwahl hier schon einen Startvorteil hat oder nicht. Ich finde, es ist schon im Grundspiel nicht zu leugnen, dass es einfach bessere und wesentlich schlechtere Charakter gibt. Ist meiner Meinung nach so. In der Hinsicht wäre das hier nur eine Verstärkung des Effekts. Muss man selber entscheiden, wie man das später handhabt. Ich fand die Effekte, wie gesagt, interessant. Ja, und dann haben wir noch die Karten. Und bei den Karten, muss ich sagen, waren sehr schöne neue Effekte dabei. Wirklich interessante Sachen, zum Beispiel die Klapperschlange, dass man sagt, du hast jetzt einfach so einen Schaden-über-Zeit-Effekt auf dir liegen, wenn du ihn nicht mit einem Cat Baloo zerstören kannst. Dadurch kommt man eben auch auf ganz neue Ideen, einen Cat Baloo einzusetzen. Das sind schöne neue Ideen dabei, dass man mit einer Karte einen Bang mehr pro Runde spielen darf oder eben einen sehr starken Effekt hat, aber dafür einen Bang weniger pro Runde spielen darf. Das sind einfach interessante Sachen dabei und das hat mir sehr gut gefallen, eben für einen eingefleischten Bang-Spieler, der das Grundspiel schon 100.000 Mal hoch und runter gespielt hat. Ja, für den ist da wirklich viel Abwechslung dabei. Und da, finde ich, lohnt es sich auch, das Geld in die Hand zu nehmen. Ich werde mir tatsächlich jetzt, ob diese Erweiterung mal ein neues Grundspiel kaufen müssen, denn bei mir fällt einem schon auf, ob die Karte, die man zieht, jetzt eine Erweiterungskarte ist oder nicht, einfach weil das Grundspiel sonst schon so abgespielt ist, dass man den Unterschied sieht. Gut, aber bevor ich jetzt anfange, hier aus dem Nähkästchen zu plaudern, bleibe ich, glaube ich, mal beim Fazit. Ja, mir hat diese Erweiterungsbox, diese Sammelerweiterungsbox, besser gefallen als Gold Rush und fand ich so auch wirklich einfach empfehlenswert, weil man hat mehr Karten, dadurch hat man mehr Effekte. Ist die Frage, ob man es braucht? Das ist eine berechtigte Frage. Ich finde, man kommt mit dem Grundspiel schon sehr weit. Es hat so schon genug Regeln, dass man am Anfang ja beschäftigt ist. Wenn man jetzt sich aber denkt, man möchte mehr Abwechslung haben, würde ich diese Erweiterungsbox definitiv Gold Rush vorziehen, aufgrund vieler neuer Charakter. Allein dadurch kommt Abwechslung ins Spiel und der vielen neuen Karten. So einfach das klingt, so einfach ist es auch. Wenn einem diese Effekte mit den Events nicht gefallen, kann man die ganz einfach rauslassen. Mein Ding ist es nicht, ich spiele damit, wenn es die anderen Spieler wollen. Wenn es ich entscheiden darf, lasse ich sie raus. Aber ich habe noch so viel anderes in der Erweiterung drin, dass ich sage, ich kann mir das allein deswegen holen. Und wenn ich jetzt sage, naja, ich brauche die ganzen neuen Karten nicht, aber ich will die Events haben, ja, dann hat man da auch verschiedene Stapel mit Effekten. Das ist nicht nur der eine Stapel mit den Effekten, ja, sondern man hat da gleich eine Auswahl. Und in der Hinsicht finde ich das eine sehr fruchtbare Erweiterung, wenn ich das so formulieren darf, weil es einfach sehr viele Möglichkeiten gibt und einfach den Spielspaß und die Spielvielfalt wieder rausholt. Ja, das war meine Meinung zu den Erweiterungen von Bang. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Was mich mehr interessieren würde, ohne jetzt hier Streit provozieren zu wollen, gefällt euch Samurai Sword oder Bang besser? Ich persönlich muss sagen, ich finde Samurai Sword vom Mechanismus besser, aber die Thematik von Bang ist einfach 100-mal besser als die von Samurai Sword, weshalb irgendwie bei mir beides gleich auf ist, so komisch das klingt, aber ich spiele beides immer noch gerne. Samurai Sword, weil es den besseren Mechanismus hat, Bang, weil es einfach thematisch irgendwie cooler ist und mir allein deswegen mehr Spaß macht. Ja, schreibt mir das mal in die Kommentare, das würde mich interessieren. Ich sage an dieser Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hallo und alle da draußen, ich habe heute was eigentlich Untypisches für mich dabei und zwar Arcadia Quest. Das ist ein Spiel für 2 bis 4 Personen, soll ungefähr 60 Minuten dauern und ist für Leute ab 14 Jahren. Es ist bei Asmodee erschienen und ist ein Abenteuerspiel. Es hat sehr, sehr viele Miniaturen, was den Charme ausmacht und hat sonst einen Würfelmechanismus.